euch wieder auf unserem Selbstversorgerhof, dem Weidenhof, und möchte euch heute gerne zeigen, wie wir unsere Frischhaltetücher selber machen. Frischhaltefolie braucht man, um Brote einzupacken, wer keine Brotdose benutzt, um den Nudelsalat für die nächste Feier zu verpacken, wenn man keine Dose mit Deckel hat. Und wenn du eine matschige Banane nicht in deinem Ranzen verteilen willst, kannst du das natürlich auch machen. Da wir dieses Plastik, welches ja die Welt ziemlich beherrscht und bevölkert, ein bisschen vermeiden wollen, versuchen wir das mit Bienenwachstüchern zu machen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr total schnell und super einfach Bienenwachstücher selber machen könnt. Die kann man auch super gut verschenken übrigens. Ihr braucht dazu ein paar Stoffreste. Zum Beispiel für die Kinder oder für die Freundin oder für dich selbst. Die schneidet ihr so zurecht, wie ihr sie gerne hättet. In welcher Form? Als runder Deckel oder einfach wie hier als Viereck. Natürlich braucht man einen Apfel nicht verpacken. Das war nur der Demonstration wegen. Diese Stoffreste schneidet ihr euch zurecht und legt sie erstmal an die Seite. Ihr braucht ein Bügeleisen und ihr braucht Bienenwachs. Bienenwachs bekommt ihr vielleicht bei einem befreundeten Imker oder aber ihr legt euch solche Bienenwachsplatten zu. Bitte nicht im Internet die billigsten vom Billigen kaufen, weil das sind nämlich künstlich hergestellte und völlig verpanschte Bienenwachsplatten, die man nicht mal für die Bienenbeuten nehmen kann. Das sollten schon hochwertige Platten sein. Ihr wollt ja schließlich eure Lebensmittel darin aufbewahren. Dann braucht ihr einen Topf. Ich habe hier so einen beschichteten Topf und habe das Wachs schon mal klein geschnipselt. Das kann man ja ganz gut einfach so zerreißen. Und dann packt ihr das in den Topf. Dann braucht ihr Backpapier. Und zwar relativ großflächiges Backpapier. Denn zwischen diese zwei Lagen Backpapier kommt nachher unser Bienenwachs. Hier wird das Bienenwachs geschmolzen. Das ist keine großartige Angelegenheit. Dadurch, dass ihr nicht darauf achten müsst, dass es zu heiß wird, weil sonst die Inhaltsstoffe verloren gehen, wie bei Kosmetiksachen, kann man dieses Bienenwachs einfach im Topf auf der heißen Herdplatte schmelzen. Dann legt ihr euch das gewünschte Stück Stoff zurecht und pinselt ganz unspektakulär das geschmolzene Bienenwachs auf das Stück Stoff. Das kann mal dicker, mal dünner sein, das ist nicht so schlimm. Das verteilt sich nachher, wenn wir das Bügeleisen einsetzen. Es ist immer gut, wenn man Baumwollstoff nimmt, kein synthetisches, weil erstens kannst du es nicht richtig bügeln, wenn du synthetisches Stoff nimmst. Und Baumwollstoff ist einfach von sich aus auch schöner. So. Das wird auf der gesamten Fläche eingepinselt. Wenn das Wachs zu kalt geworden ist, dann stellt man es einfach wieder auf die Herdplatte und dann wird es nochmal ein bisschen warm. So, die Ränder nicht vergessen. Das Wachs kann an die Seite. Jetzt haben wir unser Stück Stoff eingepinselt und legen jetzt die zweite Backpapier Lage einfach oben drüber und dann wird einmal drüber gebügelt und das ist auch ganz einfach. Ihr nehmt das heiße Bügeleisen, bügelt einmal über den Stoff. Das Bügeleisen, was wir benutzen,
Den nutzen wir tatsächlich nicht zum Kleiderbügeln, was einfach nur daran liegt, dass wir unsere Kleider gar nicht bügeln. Und deswegen ist es einfach unser Bastel- und alles Bügeleisen. Man kann das einfach ganz normal abwischen, wenn es noch ein bisschen warm ist, mit einem feuchten Lappen. Dann habt ihr auch keine Rückstände von den Bienenwachsen und Bienenwachsplatten dran. Nur für den Fall, dass ihr mal zu wild gebügelt habt. So, jetzt hat sich das Wachs gut verteilt. Das Bügeleisen kann an die Seite. Und wir nehmen schon mal eine Fläche ab. Einfach umdrehen, hier abziehen, und auskühlen lassen. Die Platten kühlen sehr schnell ab. Das ist das Schöne, das heißt, ihr könnt sie zügig weiterverarbeiten. Ihr könnt in den Bienenwachs, den ihr schmelzt, auch noch ein bisschen Jojobaöl mit reintun. Das soll auch noch ganz wunderbar antibakteriell wirken und gegen Pilze sein. Ich habe jetzt allerdings nur das Bienenwachs genommen. Das geht schneller. So, ihr schneidet jetzt einfach die Ecken ab, die überstehenden kleinen Fäden. Ihr könnt hier bei den Frischhaltetüchern natürlich auch noch die Ecken abschneiden, wenn euch das besser gefällt. Ihr könnt auch runde Schlangenlinien, Zickzackmuster reinschneiden, ganz so, wie ihr es am liebsten für euch habt. Für Kinder ist das eine super Alternative gegen Plastikbrotbeutel. Eine Brotdose ist natürlich auch eine schöne Sache, aber gerade Kinder finden diese Muster richtig toll. Man kann es gut verschenken, wir verkaufen die Sachen in unserem Hofladen. Dazu gibt es noch gerne ein anderes Video zu den Gesetzen und auch Möglichkeiten, die so ein kleiner Direktvermarktungshofladen bietet. Zu den Tüchern ist noch wichtig zu sagen, ihr müsst die immer kalt abwaschen von beiden Seiten. Entweder lasst ihr sie dann trocknen oder aber ihr hängt sie einfach auf zum Trocknen. Ihr könnt sie auch abwischen mit einem Taschentuch oder mit einem Küchentuch. Das ist völlig egal, was ihr gerade halt benutzt zum Abtrocknen. Wenn dein Tuch Risse bekommt oder irgendwo sich andere Wachspartikel gehäuft haben, die sich dann lösen, dann legt man das einfach zwischen die Backpapierfolien wieder und bügelt einmal drüber und schon ist es wieder wie neu. Das ist ganz einfach. Das Tuch sollte nicht mit heißem Essen oder in der Nähe von heißen Dingen, zum Beispiel einem Wasserkocher oder einer Herdplatte, aufbewahrt werden, weil sonst ist ja ganz klar, das Bienenwachs schmilzt. Es schmilzt bei ungefähr 40 Grad, wird jedoch vorher schon weich und das ist natürlich auch keine schöne Angelegenheit. Kein Fleisch oder Fisch einpacken, dafür ist es nicht gedacht. Wenn ihr Jojobaöl noch mit reingemacht habt in das Bienenwachs, ist das Tuch antibakteriell und fungizidresistent, das bedeutet pilzresistent. Ich habe jetzt kein Jojobaöl drin, das heißt, es ist einfach nur antibakteriell. Wenn ihr jetzt mal zum Beispiel vergessen habt, das Pausenbrot der Kinder rauszunehmen und es bildet sich Schimmel, dann versucht ihr den einfach abzuwaschen, so gut es eben geht, und legt dann das Tuch nochmal zwischen die Backpapierplatten und bügelt nochmal drüber. Wenn sich der Schimmel natürlich reingefressen hat, dann kann das Tuch weg, das ist ganz klar. Das ist bei allen anderen Sachen auch so. Je besser ihr mit euren Sachen umgeht, dazu zählt auch die Frischhaltefolie, die Bienenwachstücher, umso länger habt ihr natürlich was davon. Das ist ganz klar. Bei den weißen Stoffen sieht man auch, die werden ein bisschen gelblich. Das ist nicht so schlimm, finde ich. Wem es nicht gefällt, der nimmt einfach keine weißen Stofftücher für das Muster. Das Bienenwachs hat den Nachteil, dass es ein bisschen klebrig ist. Ich würde eher sagen stumpf. Man kriegt so stumpfe Hände davon, wenn man da die ganze Zeit drüber streicht. Aber klebrig werden die Finger auch, wenn man das Marmeladenbrot rausholt. Also es ist jetzt nichts, was wahnsinnig schlimm ist oder das Essen verschmälert. Das Essen schmeckt nicht, wie viele behaupten, total nach Biene oder nach Bienenwachs, finde ich. Das ist einfach nur der Geruch, der sich hier bildet. Ich habe nicht das Gefühl, dass es dolle stinkt oder dolle danach schmeckt. Aber das bleibt es ja auch hier. Jeder hat da einen anderen Geschmackssinn natürlich, ne? Außerdem mag ich den Geruch gerne von Bienenwachs. Das kommt noch dazu.
Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, wie einfach und schnell manche Dinge selber zu machen sind. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Ideen habt oder Tipps habt, wie ihr es gerne noch anders machen könnt, oder wenn ihr Lust habt, mal zu erfahren, wie wir andere Dinge selber machen und einfach mal wissen wollt, was es noch so gibt, selber zu machen, dann schreibt mir gerne was in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis dann!